Wir melden uns aus der Hauptstadt Malawis, Lilongwe, und wir stehen vor dem Gebäude des Baptistischen Theologischen Seminars. Und bei mir stehen der Rektor des Seminars, Professor Akim Chirwa, und Goodwill Malungu, ein Student dieser Hochschule. Und als ich das letzte Mal hier stand vor diesem Gebäude, da konnte man auf dem Gebäude noch den Namen des Baptistischen Theologischen Seminars lesen. Jetzt steht dort Polytechnisches Ausbildungszentrum. Und von Akim Chirwa möchte ich als erstes wissen, warum das so ist. Akim, last time I was here, I could read Baptist Theological Seminary of Malawi on the building. Why does it say something different now? It says different because as a seminary we want to raise money for operations to help students, so we had to lease the building. Also es geht darum, Geld für die Studierenden zu sparen, und deshalb wird das Gebäude jetzt vermietet an die Universität. The money is trying to subsidize the cost of the student coming here. Instead of them paying this higher fees, then they can reduce the price when we raise money. Also das Hauptziel ist, dass die Studierenden, die ja ein Studiengebühren zahlen müssen, dass die weniger zahlen, damit sie ja mehr Geld zum Leben haben und sich das eher leisten können, und eben dadurch, dass das Gebäude vermietet wird, wird dieser Anteil quer finanziert. Ich möchte von Akim Chirwa gerne wissen, wie der Austausch zwischen der Theologischen Hochschule Elstal und dem Theologischen Seminar hier in Lilongwe stattgefunden hat. Denn dieser theologische Austausch ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Bestandteil der Partnerschaft zwischen dem BEFG und der Baptist Convention of Malawi. So, Akim, in the partnership between the German Baptist Union and the Baptist Convention of Malawi, the theological exchange, the exchange between the two theological seminaries is an important issue. So please tell me what fields or what exactly you have done in those fields. We had the opportunity of having one of our lectures, like Owen, go to teach. Ein erster Punkt ist, dass Owen M. Kandawire, also ein Dozent dieser Seminars, in Deutschland war. So what are the other aspects of that exchange? We also had the opportunity to receive Sarah and Professor Michael Rode come and teach and have a different experience here. Und genauso waren Sarah Holmer von der Theologischen Hochschule Elstal und Professor Michael Rode hier und haben hier gelehrt als Dozenten am Theologischen Seminar hier in Lilongwe. Und Goodwill Malungu ist einer der Studenten, die eine Klasse von Michael Rode besucht haben. Und von ihm möchte ich gerne wissen, warum das für ihn eine gute Erfahrung war. Goodwill, you took part in classes held by Michael Rode. Why was that a good experience for you? It was a very good experience because we had somebody come from outside our country and teach us as Malawians. Also es war schon mal eine gute Sache, dass jemand aus einem anderen Land gekommen ist und hier Klassen abgehalten hat, also hier doziert hat. And apart from that, we interacted very well with him. He was so friendly, and we as Malawians, we are used to be friendly people, so the teaching was so simple to us to understand. Und also das ganze Miteinander war sehr positiv mit Michael Rode, weil er war sehr freundlich, und auch die malawischen Studenten oder Malawier im Allgemeinen sind sehr freundlich, und es war einfach eine positive Begegnung die ganze Zeit. And on the international one, we mixed with him very well because he taught us the Old Testament, which is from the book of Jonah, which was an extensive study from minor prophets. And from his teachings, the students all liked him. Because of that, we saw that this mixing of the whites and the blacks, it was very, very, very important.
Und es war auch eine gute Sache, der interkulturelle Austausch über theologische Fragen. Also es gab das Thema Jona, darüber hat Michael Rode referiert. Und das war eine gute Erfahrung, sowohl die Perspektive der deutschen Theologie als auch hier der Theologie miteinander auszutauschen. Maybe you could say a little bit more about why this exchange about the African and the German view was good. Why was that a good experience? It was a very good experience because in the past this has never happened before. So to us, when we saw this interracial exchange come in, we saw one of us, Owen Kandawire, go to Germany to teach there, and the people of Germany welcomed him, and we had Sarah, who came here, and in the past we had Ansgar again who came, so we welcome him here again. So our relationship, I think, is going stronger and stronger. Also insgesamt, sagt Goodwill Malungu, war es eine gute Erfahrung, dass der Austausch in beide Richtungen stattgefunden hat. Also dass schon vor einiger Zeit als Volontär von EBM International Ansgar Hamann hier war, später dann der Austausch Owen M. Kandawire in Elstal und dann Michael Rode und Sarah Holmer hier. Insgesamt also eine sehr gute Erfahrung für Goodwill Malungu. Und von Akim Chirwa, dem Rektor der Hochschule, möchte ich jetzt noch gerne wissen, warum theologischer Austausch eine wichtige Sache ist, interkultureller theologischer Austausch. Akim, why is intercultural theological exchange important from a theological perspective in your view? It's quite important for international exposure and understanding of different theological issues. We have ours and we have German issues. We are able to interact and understand and learn from each other. Es ist einfach eine sehr positive Sache, die unterschiedlichen Standpunkte, die unterschiedlichen Sichtweisen kennenzulernen und so seinen Horizont zu erweitern, so verstehe ich Akim Chirwa. So it's to broaden your horizon. So maybe you could tell us a little bit what you have learned from that experience. Ich möchte von ihm gerne wissen, was konkret er aus diesem Austausch gelernt hat, wie er seine Sichtweise, seinen Horizont erweitern konnte in diesem theologischen Austausch. And from a personal view, I have been able to interact with the, I could call German theologians, make them understand how we understand issues on our side. And how they can understand us, how we deal with the difficult theological issues in Malawi. Also es war für ihn schon einmal eine gute Erfahrung, überhaupt zu erklären, wie er Dinge theologisch versteht, also hier eine Interaktion zu üben, um den eigenen Standpunkt deutlich zu machen. So maybe you could tell us about one concrete point where there is a difference and where you had the ability or the chance to interact. Also ich möchte von ihm gerne wissen, was so ein konkreter Punkt ist, wo eine Begegnung, ein Austausch stattgefunden hat. Vielleicht also ein konkretes Thema. One issue is how we would look at issues like drinking. How to deal with the pastoral perspective. What are the different points of view concerning drinking alcohol in Germany and in Malawi? In Malawi, it would be very much considered something like sin. In German, it's something which is social. It's not so much theological, but then with the ethical issues are different. It's not much on salvation, but it's much on ethics. Hier wird Alkohol, das Trinken von Alkohol, durchaus theologisch gesehen als eine Sünde. In Deutschland ist es eher üblich, es gehört zum Sozialen dazu, dass man halt auch mal ein Gläschen trinkt und es wird eher ethisch betrachtet und nicht so theologisch. Damit bedanke ich mich nun bei meinen Interviewpartnern, Professor Akim Chirwa and Goodwill Malungu. Thank you very much for the interview und wir verabschieden uns aus Lilongwe. Ciao.